А что нашу деревню разрыли, хуже немцев. Что еще сказать? Домой, домой хотим. А что будет тогда? Ну, а что мне будет тогда, детки? Ничего. Wir sind in der Republik Belarus, im Volksmund auch Weißrussland genannt. Sie liegt in Osteuropa. Belarus liegt östlich von Polen. Etwa 11 Millionen Menschen leben dort. Hauptstadt der Republik Belarus ist Minsk. Die Republik Belarus gehörte zur ehemaligen Sowjetunion. Nach 70 Jahren, am 25. August 1991, erklärte Weißrussland seine Unabhängigkeit. Wir befinden uns im südlichen Teil des Landes, der an die Ukraine und an Russland grenzt. Dieser Landesteil ist durch die Atomkatastrophe von Tschernobyl 1986 besonders vom radioaktiven Niederschlag betroffen. Auf unserer Reise haben wir die verstrahlten Gebiete besucht und sind den Menschen dort begegnet, deren Geschichten viele nicht mehr hören wollen. Weißrussland hat wie kein anderes Land bis heute unter der Katastrophe von Tschernobyl zu leiden. Die Männerarbeit der evangelischen Kirche in Deutschland wollte einen Beitrag für die von der Reaktorkatastrophe betroffenen Menschen leisten. 1994 wurde mit Spendengeldern das Kinder- und Erholungsheim Nadeshda errichtet. Nadeshda heißt Hoffnung. Nadeshda bringt Hoffnung für die strahlengeschädigten Kinder in der Republik Belarus. Am 26. April 1986 gab es eine große Atomkatastrophe in Tschernobyl. Der Reaktor des Atomkraftwerks explodierte. Die Explosion war das Ergebnis eines menschlichen Fehlers. Riesige Mengen an Radioaktivität gelangten in die Atmosphäre und verseuchten die gesamte Umgebung. Mit dem Wind verteilte sich die gefährliche Strahlung über die ukrainischen Grenzen in die ganze Welt. Weißrussland hat selbst kein Atomkraftwerk. Dennoch gelangten damals wegen der Windverhältnisse 70% der gefährlichen Strahlung vom Atomunglück in unsere Republik. Сразу мы не понимали, что это такое. Объявили тут скот, стали держать, не выгонять скот, загадали. Am Anfang wussten wir nicht, was los ist. Wir waren gerade beim Säen im Garten. Uns wurde gesagt, wir sollen schnell die Gärten verlassen. Das Vieh soll im Stall bleiben. Irgendwas Schädliches würde geschehen. Wir dachten vielleicht ein Brand oder ähnliches. Dann aber ist nichts passiert.
Wir trieben das Vieh raus und gingen arbeiten wie sonst. Die Zeit zu sterben ist da. Wir haben viele Jahre hinter uns. Es gab vieles im Leben, Gutes und Schlechtes. Die Radioaktivität hat uns allen die Männer genommen. Alle Frauen sind ohne Männer im Dorf. Das hat die Radioaktivität angerichtet. Erste Folge der Katastrophe war und ist die Krankheiten der Schilddrüse. Die erste Folge der Radioaktivität war eine Zunahme der Schilddrüsenerkrankungen. Wir mussten rund 2000 Kinder nach der Katastrophe operieren, obwohl Schilddrüsenkrebs nicht typisch für Kinder ist. Ich bin 20 Jahre alt. Als diese Avarie in Tschernobyl passiert hatte, ich war zwei Jahre alt. Nach dem Tschernobyl, ich hatte auch ein Problem mit Schilddrüse gehabt. Und jetzt, ich habe einen Knoten auf meinen Schilddrüse. Deswegen muss ich jeden Tag ein Tabletten einnehmen. Viele Leute wurden umgesiedelt mit der Unterstützung des Staates. Wer es sich finanziell leisten konnte, siedelte nach der Katastrophe mit seiner Familie um und erhielt staatliche Unterstützung. Manche sind auch geblieben, unter anderem sozial schwache Familien, die sich keine Umsiedlung leisten konnten. Sie leben auch noch heute dort.